Ja, Zwickau, das ist für Brinkis eine interessante Herausforderung. In Rostock bei Hansa wurde er dann ja nicht mehr berücksichtigt. Er gilt als relativ komplett, hat Stärken auf der Linie. So ein Durst ist da zu lesen, also der Wasserverbrauch, der wird heute steigen. Und die Fans haben über 600 Kilometer in den Knochen, um dieses Spiel zu sehen. Und das ist die erste Möglichkeit. Also da ist schon sehr viel Wasser die Förde runtergeflossen. Bis zu dieser ersten Chance von Holstein Kiel, das war ein Schuss von Schmidt. Zwickau am Drücker, nicht die Kieler Störche nach diesem Seebeben, das sich da oben ereignet hat. Zwickau macht das sehr gut. Mit Berger, mit der Dreierkette sind sie sehr, sehr aufmerksam. Nur wenig Möglichkeiten für die Norddeutschen. Und dann Zwickau mit René Lange. Kenneth Kronholm steht zwischen den Pfosten bei Holstein Kiel. Auch er musste sich intern erst einmal durchsetzen. Schwierige Verhältnisse. Ziegner benutzt den Ellbogen als Sonnenschutz. Und dann sieht er die Rettungstat von Lange vor der eigenen Linie. Spiel nimmt jetzt Fahrt auf, wird besser. Aber wie gesagt, die Zwickauer sehr, sehr wach, sehr, sehr aufmerksam, auch frühzeitig störend. Neuaufbau, wieder Schmidt, der Innenverteidiger. Das ist Dominik Drexler, der hat hier viel zu viel Platz. Fitsch, von dem war noch gar nicht zu sehen, aber jetzt sieht man ihn, wie er das 1:0 macht für Holstein Kiel. Und das ist schon ein Hammer für die Zwickauer, die bis zu diesem Zeitpunkt die Sache an sich im Griff hatten. Aber hier hat der Flankengeber zu viel Platz. Dann schlägt Lange über den Ball und Fitsch, der Torjäger, auch ehemals Dynamo Dresden, lässt sich so eine Möglichkeit nicht nehmen. Eckball für Holstein Kiel und dann ist es Siedschlag, der wieder mit in die Mannschaft hineingekommen ist. Unter Neitzel spielte er nicht. Brinkis konnte nichts machen bei diesem 0:1 aus Zwickauer Sicht. Vielleicht wird es ja besser in den zweiten 45 Minuten. Ein weiterer Eckball und dann ist es wieder Lange, der da rettet vor der Linie. Kiel jetzt viel ballsicherer. Sie hatten ja zuletzt auch verloren. Und dann Elfmeter nach dieser Attacke von Wachsmuth gegen Drexler. Der vernaschte erst Könnecke und dann, denke ich, kann man den geben. Hier der Einsatz des Kapitäns des FSV. Strafstoß. Möglichkeit für Siedschlag. Leverenz verschoss gegen Frankfurt. Siedschlag, der macht es besser. Der macht das eiskalt. Da kann Brinkis überhaupt nichts machen. 2:0, 50. Minute. Das ist natürlich ein ungünstiger Zeitpunkt für die Westsachsen, hier in der Zeitlupe zu sehen, wie Brinkis verladen wird. 2:0 bei diesen Temperaturen, bei dieser Hitze, das ist eine Mammutaufgabe für die Zwickauer. Kronholm immer wieder mit diesen Ausflügen. Und dann der starke Leverenz auf Schindler im Doppelpass. Und Schindler ist schnell, aber Göbel ist auch schnell. Schindler verletzt sich hier, muss behandelt werden, kann dann aber weitermachen. Jetzt auch mehr Platz natürlich bei dieser Konstellation für die Störche. Aber das war stark von Göbel gemacht, der da rettet. Ja, vielleicht ergibt sich ja noch ein Bad für den einen oder anderen. Es ist auf alle Fälle besser, bei diesen sommerlichen Temperaturen die Reise an die See anzutreten, als dann im tristen November. Aber hier etwas zu holen wird schwer. Holstein Kiel wirkt gesättigt. Sie riskieren nur noch etwas, wenn es unbedingt nötig ist. Leverenz, das hat er ganz, ganz stark gemacht. Und dann kommt Schindler, angeflogen gewissermaßen. Und macht das 3:0. Und das ist schon mehr als eine Vorentscheidung in der 59. Minute. Hier noch einmal diese hervorragende Vorarbeit. Dieses Wegschnipsen des Balles. Und dann freie Bahn für den Torschützen, für Schindler. 3:0. Leverenz ganz, ganz stark, wie er das hier macht. Und das ist an sich schon der Sieg. Denn was soll da noch kommen? Und die Zwickauer, sie fallen auseinander. Ballstaffetten jetzt von Holstein Kiel.
Manchmal hat man den Eindruck, sie spielen direkt mit dem Aufsteiger. Und vor allen Dingen Leverenz läuft zu großartiger Form auf. Und dann Siedschlag mit diesem Schuss. Knappe Angelegenheit. Brinkis braucht da nicht einzugreifen. Der Torhüter der Zwickauer konnte an allen drei Gegentreffer nichts, aber auch gar nichts ausrichten. Und dann ist Schluss. Klare Verhältnisse hier. Kiel schlägt Zwickau 3:0. Und Brinkis ist natürlich bedient als Torhüter. Was gar nicht geht und was uns natürlich auch zum Überlegen zwingt, auch darüber nachzudenken, dort insgesamt mit der Mannschaft ein bisschen was anders zu machen ist, dass wir nach einem 1:0 umfallen, ja, und total auseinanderbrechen. Wir haben dann das 1:0 gekriegt, haben total den Faden verloren, haben selbst in der Halbzeit, als wir es nochmal angesprochen haben, dann keine Struktur mehr in unser Spiel reingebracht. Alles Dinge, die wir im Vorfeld richtig gut kannten, die wir auch schon richtig gut gemacht haben. Und dass wir dort es nicht schaffen, eben wieder in die Bahn zu kommen. Ja. Und dann werden wir das zweite Mal in Folge werden wir richtig vermöbelt. Wir sind alles eins. Wir sind der FSV Zwickau und da sind Einzelschicksale völlig egal. Es geht um den Verein. Aber für mich persönlich, 6 Tore in 2 Spielen zu kriegen, das ist eine ganze Menge. Und das nervt mich persönlich. Und wir müssen alle eine Schippe drauflegen und das werden wir tun in den nächsten Tagen. Ja, sowohl Thorsten Ziegner als auch Johannes Brinkis haben es ja angedeutet. Es wird sich einiges tun beim FSV. Es gibt Redebedarf nach der zweiten 0:3-Klatsche, René.